Irgendwie hat es mir jetzt überhaupt nichts gebracht hier mit dem. Ja, jetzt steht der Helfer da doof rum und weiß nicht weiter. Hat mir null gebracht. Ach Mann. War wieder viel zu spät alles. Was hast du denn gemacht? Ja, mit Helfer an und dass ich den anderen holen kann und so, aber. Ja, aber dann macht er wieder irgendwas nicht so, wie er soll und Nee, fährt es am besten noch diagonal. hat mir einfach nur nichts gebracht von der Zeit her. Ich war zu Okay. spät dran. Es ist schwer, das einzuschätzen. War irgendwie bei knapp 50.000, bin ich, glaube ich, rausgesprungen und komme gerade in dem Class an, da war da schon voll. Sag bloß, der hat das Rohr zugemacht, der Affe. Also wenn ich in den Ort reinfahre, auf dieses Schlammloch oder Schlammfleck oder was das ist auf der Straße, Ja. da habe ich ein Ruckloch. Ich habe die ganze Straße runter, Ruckler. Gut, jetzt bin ich noch nicht gefahren. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. So, wo ist mein Überladewagen? Da. Los, mach Gas, damit ich mal komplett leer werde wieder. Kann ja nicht durch die Front fahren. Ich muss immer noch hier diese Ei, Umdrehungsdinger machen ei, 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 ei. da. Komm hier angeschossen. Ich halte, ich stehe, ich schmeiße ein Kaugummipapier raus und fahre weiter. Wenn du Kaugummipapier auf unser Feld schmeißt, ne? Dann ist Ist hier aber was biologisch los. abbaubar aus Algen. Ach so, ja, okay. Ja, Nee, sowas kommt mir nicht in den Mund. Alter, der lädt ab und lädt ab und lädt ab und lädt ab Und ich und lädt fahr ab. ab und ich fahr ab. Das müsste eigentlich so schnell gehen, wie du voll wirst, müsste der das hier rausschmeißen. Bei diesem riesen Teil, wo es Da rausfallen gehst kann. du in die Mod rein von dem An Überladewagen Anhänger und schaust über diese Verladegeschwindigkeit und die Ja, kopierst du dir ich in den glaube, das anderen müsste rein. man tatsächlich mal machen, weil die Überladegeschwindigkeit ist, glaube ich, nicht realistisch. Steht in keinem Verhältnis. Ja, welche nicht? Deine, die denke ich mir, ist schon ein bisschen realistischer als der Überladewagen, oder? Nee. Ich könnte dich ein bisschen beschleunigen und den Überladewagen ein kleines bisschen ausbremsen. Ja, das wäre tatsächlich sogar, könnte man tatsächlich mal in Angriff nehmen, ja. Weil die zwei Mods anpassen aufeinander. Das wäre, ja, das würde ich sogar machen lassen. Bin ich konform mit. Es wird ja nicht nur einer schneller, sondern dafür wird ein anderer langsamer. Also so mache ich, kann es ja mal in dem einen Mod ändern. Kann ich dir mal schicken. Du kannst ja mal auf einer Map, also ganz normalen Map testen, wenn er voll ist. Ja. Kannst ja den Originalen stoppen und dann den anderen mal stoppen. Man weiß von der Zeit her, man sieht ja ob oder ob nicht. Also ich finde, der Cargo könnte locker doppelt so schnell abkippen. Dann ist der immer noch ganz schön langsam. Also dann ist der immer noch langsamer als der Überladewagen jetzt. Ich denke mal, dass der Überladewagen bei 1, 2 oder sowas steht. Ich habe keine Von Ahnung. diesem Code, Kenne mich damit von dieser null aus. Geschwindigkeit. Nothing, null. Alter, jetzt ist gleich erst, na gut, ein Drittel, Hälfte oder? Ja, ist schwer zu sagen gerade. Aber er fällt 47 die Hälfte gerade erst weg, Alter. Wir haben noch richtig was abzuernten. Ich glaube, wir haben auch mehr Mais auf den drei Feldern, als Anton das hatte. Bestimmt. Glaube ich sogar.
mal gut, dass ich hier gleich von diesem scheiß Huckel weg bin. Ja, finde ich auch, weil da kann ich endlich mal quer zu dem Anhänger fahren und nicht immer um den Mais drumherum. Ja, das stimmt. Was? Geht trotzdem schnell. Bin schon Kannst wieder auf dem Weg. du jetzt auch gleich? Ich hab das gleich weg hier. Fahr in 7 Sekunden wieder vom Hof runter. Jetzt hast du auch ein bisschen Luft wieder gekriegt, weil die Bahnen hier kleiner werden. Gespeichert. Ja, hat geruckelt. Ich habe die na, Schranke fast mitgenommen, deswegen. Schön beim Einlenken. Ruckel. Ruckel, ruckel, ruckel. Boah, wie ich mich Ruckel, freue, ruckel. dieses Feld zu pflügen, ne? Oder die drei. Eieiei. Ah ja, die glaube Richtig Bock drauf. ich. Dann gruppe ich wieder mal eine Weile und dann ist das auch wieder. Gut, statt zu ernten, habe ich es jetzt einfach umgefahren, die Pflanzen. Kann man auch mal machen. Aha. Hast du nicht gehört? Waren nur 5 Stück. Die hast du schon locker umgefahren, ja? Nein. Ja, aber ganz Ganze locker. vier. So, Helfer an, schnell in den hier rein und Gas. Geh weg. Hey! Muss den anderen leer machen. Kann ich machen. Schade, dass das Rohr nicht auf der anderen Seite ist. Dann könnte ich nämlich jetzt direkt drüber laden. Eigentlich fahr du da hinter. Macht doch mehr Sinn. Lass du dich Lass ihn voll hier laden. gleich irgendwo in der Nähe stehen. Bin ich zu weit weg? Ja. Ja. Na, dann Ah, fahre ich guck mal mal, in wir die sind gleich Ecke da doppelt rein. beladen hier. Ja, gleich wieder. Zack. Noch ein Stück vor. Guck mal, scheiß Huckel hier. Nicht abgeerntet. Ja, jetzt habe ich auch was umgefahren, weil du es nicht gemäht hast. Komisch, jetzt will er dich nicht mehr anerkennen. Jetzt hat er mich erkannt. Mist. Du bist, glaube ich, zu weit hinten. Ne, will er nicht. Hat keinen Bock auf dich. Puh, mir egal. Ist mir egal. Egal. Und weg. Tschüss. Echt? Ich habe immer noch 32.000 drin. Was ist mit dir? Ja, der wollte nicht mehr. Toll, das reicht nicht für den Rückweg. Für meinen Plan, für meinen Masterplan, das ist doch ätzend. Verputasch! Oh Gott, wo fahre ich denn jetzt gerade lang? Abwechslung muss sein. Oh Scheiße. Kurve! Boah. Oh, episch die Kurve bekomme. Fast auf zwei Rädern um die Kurve. Hauptsache, du fällst nicht um. Muss der Stapler kommen? Der kleine Manitou-Stapler, der bricht auseinander. Oh Gott, das sind. Gesundheit. Oh, eine Nase bringt mich um. Aber nicht jetzt, ich brauch dich noch.
Nö, glaube ich, bleib am Montag. Oh Mann, da werde ich aber nicht mehr leer jetzt. Nicht mal mehr annähernd. Alles voll hier. Aber das Gehäckselte sieht irgendwie lustig aus. Also das sieht nach Gehäckseltem aus. Das sieht irgendwie anders aus. Und wenn man hier so guckt, könnte man fast denken, hier fliegt Popcorn raus. Na klasse. So, 18.000 Liter noch drin. Musst du mir jetzt erst schieben. Auch noch. Das ist aber Schiebung. Ja, Dann ich werde wa langsam ho warte. zu hoch hier. Dann fahr du weiter ab, ich schiebe. Muss von der anderen Seite Schild runterlassen und mal das von der anderen Seite aus in die Mitte reinschieben. Weißt du, was ich meine? Oh. Oh, Mach fast so. Abgrund. Ey, ah, falsche Richtung. Den Berg von der anderen Seite kriegst du bis in die Mitte geschoben. Da hole ich schnell das andere aus dem Überladewagen und bin gleich wieder da. Wie viel ist denn jetzt eigentlich drin? Bin gerade schon wieder irritiert, dass ich schon wieder das Problem habe. Welches? Kann das Schiebeschild nicht bewegen. Das hat der Ding auch gehabt. Er hatte Doppelbelegung drin. Da, was läuft denn das? Unterlenker? Ich glaube. Mal hier heben, heben. Die Unterlenker hatte ich nämlich nicht belegt. Knickdeichsel heben machen wir auch noch. Knickdeichsel rechts knicken machen wir Hinter da. das irgendwas, Gestänge heben oder? machen wir hier hin. So, speichern. Jetzt hoffe ich, dass ich. Ja, jetzt kann ich es bewegen. Ich glaube, das war die Geräteachse irgendwie was heben oder so.
Kaum schon wieder beladen.